Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle fit und gesund. Ja, ich habe gerade eben wieder Ash abgeliefert, also wie jeden Morgen eigentlich. Und stehe kurz auf dem Lidl-Parkplatz. Ich würde ganz gerne ein paar Kleinigkeiten besorgen. Ich habe mir eine Einkaufsliste geschrieben. Wir brauchen auf jeden Fall Essig. Essig brauche ich immer sehr, sehr viel. Also Essig benutze ich ja für so ziemlich vieles. Einmal zum Putzen, einmal für Gemüse, Natron, Essig, Bad, also das wird halt auch immer wieder eingeweicht und das geht echt immer weg, ne? Dann brauchen wir Zewa und Käse gerieben und Milch und Sahne, auf jeden Fall diese Sachen. Ich weiß nicht, heute ist Donnerstag, mal gucken, ob die bei Lidl irgendwas in diesen Aktionstischen Neues haben. Man braucht sonst nichts, ne? Aber ich habe gedacht, so, ich gucke einfach mal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, düsen wir jetzt mal schnell rein. Sie gerade, sie haben hier solche Frühlingsblümchen für 19,90 nur in solchen, guck mal, in solchen kleinen Päckchen sozusagen, ne? Ja, ist cool. Verschiedene Sorten sehen aber auch schön aus. Es gibt sogar solche da, guck mal. Das sind diese Bodendecker, ne? Habe ich auch schon mal gehabt vor langer, langer Zeit. Aber das ist ein Witz, der Preis. Und auch Stiefmütterchen sehen ganz hübsch aus. Und diese auch. Die gefallen mir ganz gut. Was mir gerade einfällt, wir brauchen Grapefruitsfilme. Wir essen ja jeden Tag zum Frühstück einen Grapefruit. Bei Lidl sind die immer die günstigsten, 75 Cent statt 1,19 oder glaube ich Rewe. Nehme ich dann drei mit oder sowas für die nächsten drei Tage. Guck mal, die haben sogar Adidas Sportklamotten hier, Trainingshosen. Trainingsjacken, relativ günstig und diese Bettenbezüge bzw. Matratzenbezüge sind ganz gut, Bettlaken aus diesem Jersey-Stoff, die sind immer ganz gut, sogar Bettwäsche haben die, aber ist nicht so ganz meins, sieht nicht so hübsch aus, finde ich. Nähmaschine, Auflaufform. Guck mal, die sehen auch ganz cool aus, so aus Glas. Aber wir haben auch genug selber schon. Dann gibt es hier so einiges für die Küche. Küchenutensilien, so ein Backring für Torten oder solche Pfannen. Aluminiumpfanne, verschiedene Farben. Solche Pfannen hatte ich auch mal gehabt, aber ich nutze die irgendwie nicht. Gerade so Silikon sowieso nicht. Hier ein Schälchen, guck mal. Dann gibt es immer solche Obstschälchen, Obstetagere teilweise. Immer 1,99 €. So, diese Woche gibt es ganz, ganz viel in XXL bei Lidl hier. Ganz viel XXL Essen. Ich habe jetzt das hier alles mitgenommen. Und jetzt gibt es nämlich einmal zu krass. Ich habe auch diesen Käse wieder mitgenommen. Der ist super lecker. Gouda gerieben, Sahne, Milch. Das habt ihr gesehen. Leute, warum war ich nochmal hier? Überwiegend wegen dem Essig. Wegen dem war ich doch hier. Hab fast vergessen. 1,49 €. Nehme ich mal, glaube ich, 4 Flaschen mit oder so. Muss ich nicht immer wieder los wegen dem. Ups. Läuft irgendwas raus. Meine Hübschen, ich bin jetzt zurück, beziehungsweise mit meinem Schnucki sind wir zurück, nicht wundern. Ich habe so voll die Abdrücke hier von meiner Mütze. Wir waren gerade, ich glaube, 11.000 oder 12.000 Schritte spazieren, haben noch jemanden getroffen. Das war so traurig. Das war so ein älterer Mann. Mit dem haben wir immer mal geschnackt, dass wir früher mal irgendwie im Wald auch unterwegs waren. Und er hat einen großen Hund, einen Bernersener. Also ein Bernersen heißt, ist ja die Rasse. Und er sagte, guck mal auf seinen Bein. Er hat da an seinem Vorderpfote so eine Wucherung, das ist, er hat Knochenkrebs und hat schon Metastasen in der Lunge oder so und ich musste fast heulen, ne? Also dieser Hund, er sagt, zum Glück kriegt er so nichts mit, ne? Das ist so Sünde und er sagt, er wird nicht mehr lange machen. Er lief jetzt sogar, er ist 10 geworden. So, und er sagt, das ist eigentlich schon ganz gut für diese Größe vom Hund auch. Also die kleineren werden eher älter, die großen Hunde halt eben nicht, die werden halt schnell krank und so weiter und ich habe gedacht, oh Mann. Voll heftig. Es ist gerade was auch gekommen von Amazon. Ich habe ein paar Sachen da bestellt. Wir waren nicht im Bioladen. Das gibt es bei Amazon übrigens zu kaufen. Drei Gläser. Preis habe ich gerade nicht im Kopf. Dann ist das hier gekommen. Ich habe gemeint, das wäre eine Kerze. Aber das ist dieses
Ras El Hanout? Ei Hanout. Ras El Hanout? Wie nennt man den? El. Ras El Hanout. Na, auf jeden Fall ein Gewürz. Und solche Dinger sind gekommen. Das sind so Boden. LEDs quasi, Lampen für hinten, weil da hinten bei uns ist ja alles stockdunkel, auch an der Seite hier. Es sind ja 8 Stück, ich muss mal gucken, wie ich das verteile. Ja, der Spaziergang war sehr, sehr schön, Leute, das war richtig gut. Die Sonne ist noch nicht draußen, aber wir hoffen ja, ne? Es gibt gleich Frühstück. Achso, und dann ist noch ein Paket gekommen. Ich habe tatsächlich dann doch noch bei diesem Lebe gesund bestellt. Mir hat schon jemand da geschrieben, bei den Videos hier, zum Frühstück waren. Das ist eine Sekte. Wusste ich gar nichts von. Haben wir auch nochmal nachgelesen. Aber ich habe das jetzt da bestellt. Wir sind da ja nicht eingetreten. man unterstützt sie natürlich dann damit. Ne? Also sie haben einen Online-Shop und wie gesagt, Lebe gesund. Die haben echt geile Sachen hier. Ne? Die haben sogar Brot geschickt. Ich habe Brot bestellt. 2 Brote. Ich wusste ich gar nicht. Wir machen das gleich zusammen auf. Erstmal gibt es Frühstück, weil ich habe tierischen Hunger und genau, und dann packen wir mit euch mal das Paket aus. Unser Frühstück ist fertig, ihr Lieben. Wir haben selbstgemachten Joghurt mit Himbeeren, Cashewkern, schwarzen Johannisbeeren, Walnüsse, Mandeln, Walnussöl und Sonnenblumenkerne, habe ich schon gesagt. Ne? Auf jeden Fall wollen wir gleich frühstücken. Sieht sehr, sehr lecker aus, ne? Also, guten Appetit! Und schon ist es Zeit für Mittagessen. Und zwar mache ich heute Blumenkohlauflauf sozusagen. Wir brauchen dafür Blumenkohl. 500 Gramm ungefähr Blumenkohl, 3 Eier, 200 Gramm Käse gerieben, 3 Esslöffel Schmand, 3 Esslöffel Mayo. Und das wird quasi die Soße. Zuerst wird der Blumenkohl so ein bisschen vorgekocht. Das habe ich gerade hingestellt auf die Hexe. So 2-3 Minuten kochen. So, und du musst natürlich auch nicht so lange nachher im Backofen bleiben. Diese ganzen Sachen werden jetzt zusammen vermischt, darüber gekippt und dann soll es angeblich sehr lecker schmecken. Also ein bisschen Salz, Pfeffer, Gewürze, wie auch immer, wie ihr mögt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, lege ich jetzt mal los und zeige euch mal, wie ich das Ganze mache. Der Auflauf ist soweit gleich fertig zum Reinschieben. Ich habe da noch ein bisschen Zeit und würde ganz gerne mit euch einmal das Paket aufmachen. Und zum Auflauf gibt es gleich Lachs, muss ich aber noch anbraten. Der Auflauf sieht so aus. Guck mal, ich habe jetzt Käse nochmal oben drauf gestreut und jetzt müsst ihr nur noch einmal in den Backofen ein bisschen quasi, bis der Käse goldbraun ja, angebräunt ist oder beziehungsweise gebacken ist. Und dann können wir auch schon gleich quasi essen. Ich würde sagen, ich mache mal zügig mit euch mal das Paket auf. Es ist nicht so viel, was ich bestellt habe. Gucken wir mal gemeinsam rein. Ich habe jetzt nur den oberen Teil abgenommen. Also, ich habe einmal ein Gewürz bestellt. Ich finde, die haben richtig coole Sachen. Und zwar einmal das hier. Das ist auch im Grunde fast das gleiche. Die Streugewürze und Gemüsebrühe quasi ohne Hefeextrakt. Also sowas hier. 2-in-1. Die halt zum Würzen von Salaten, Dressing, Suppen, Soßen, Gemüse, Bratkartoffeln, Pommes, Reis, Pfannen und Pilzgerichte, Nudeln und so weiter. Einmal schon mal das. Dann haben wir hier einmal ein Brot. Sieht das nicht krass aus? Also bei dem wir zum Frühstück waren, ich bestellte auch öfters mal Brot. Und wie gesagt, das ist richtig mega lecker. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann schmeckt. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, was für eine Brotsorte ist. Ich meine, ich habe was mit Roggen bestellt. Ich weiß es aber nicht genau.
Roggendinkelbrot, 1 Kilo. Und Roggenkorn ist noch ein Brot. Ich hoffe, wir schaffen das alles hier. Ne? Kann man aber zur Not auch nochmal einfrieren. Das sieht auch richtig mega aus. Das ist vom Bäcker. So eins. Das ist krass. Nehmen wir das. Muss ich mal aufschneiden, gucken, wie das so ist. Dann habe ich hier, warte mal. Ah, wir haben hier immer solche Aufstriche und zwar einmal Bärlauch. Habe ich jetzt bestellt. Veganer Brotaufstrich. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Bin sehr, sehr gespannt. Probieren wir nachher mal aus. Und einmal Aubergine, fand ich auch ganz cool. So ein kleines Gläschen. Und dann gibt es hier noch so ein Gewürz. Und zwar Pizzagewürz. Ich habe gedacht, wir probieren das einmal aus. Normalerweise hatten wir immer, oh, ist es dann von Fuchs oder von wem? Auch Pizzagewürz. Eine weiße, etwas breitere Dose mit weinroter Schrift. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Und ich hatte mir gedacht, die hatten wir auch hier. Oh, das riecht gut. Pizzagewürz. Sogar, glaube ich, mit Knobi etwas oder so, wenn mich das nicht täuscht. So, und dann haben wir hier nochmal was. Oh, das sind nochmal ein paar Gläschen. Auch Aufstriche. Verschiedene. Guck mal, so verschicken die das. Auf jeden Fall einmal orientalisch. Hatten wir schon mal probiert bei unseren Freunden. Die sah super lecker. Dann Italiano. Genau, Hokkaido Simba hatten wir da auch probiert. War super lecker. Hat sehr, sehr gut geschmeckt. Dann diese Oma Rose. Rosa. Oma Rosa. Also einfach mit rote Beete, habt ihr gesehen. Und einmal Zwiebel. Aufstrich. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, ja, das ist dann meine Bestellung gewesen. Lachs ist jetzt fertig. Ich habe so ein bisschen Dings draufgelegt, Rosmarin draufgelegt. Für Ash gibt es Pelmeni, Currywurst haben wir noch Reste. Und Pommes sind drin, genauso wie der Auflauf. Aber ich glaube, ich brauche mehr Temperatur. Das ist alles zu wenig. Ich muss nur noch Holz nachlegen. Das ist definitiv zu wenig. Muss ein bisschen mehr werden. Warte mal. Ui. Nehmen wir das auf. Genau, die Pommes sehen aber schon mal ganz gut aus. Auflauf noch nicht. Ja, die Temperatur ist auch gerade gefallen. Die Waschmaschine ist auch fertig, Leute. Oh mein Gott. Ich war gerade im Gewächshaus. Da wächst schon der Schnittlauch. Das ist richtig gut. So, Fisch ist durch. Die Minis sind fertig. Genau, das braucht nicht lange. Ich muss nämlich jetzt auch schon gleich los, um Ash einzusammeln. So. Ja, Currywurst. Auch soweit fertig. Wir sind wieder zu Hause mit Ash. Und guck mal, Essen ist fertig. Der Auflauf sieht mega aus. Mein Schnucki ist so lieb und hängt unsere Wäsche auf. Die geht nach draußen, ne? Weil die Sonne nämlich so schön scheint. Zum Vortrocknen. Und wir wollen gleich Mittagessen. Wir können die auch da auf Ofen raufstellen mal wieder. Dass ihr so richtig. Und das ist hier recht feucht nachher im Haus. Aber dann kriegt ihr so richtig Ofenaroma. Nein, wir wollen lieber nach draußen. Das riecht gut. Auf jeden Fall ist das Essen fertig. Guck mal, der Lachs ist durch. Currywurst, Pommes sind durch. Auf jeden Fall gibt's Mittag. Eine kurze Rückmeldung zu dem Auflauf. Schmeckt wirklich sehr gut. Deshalb habe ich gesagt, so, ob das denn alles so schmeckt. Aber da. Habe ich probiert. Mega lecker. Mein Schnucki hat es noch nicht probiert. Wir haben hier übrigens Pommes. Ich muss gerade die restlichen Pommes hier. Die Ash übergelassen hat. Mhm. Wollen wir nichts wegschmeißen. Ja, also. Hashtag Lebensmittelverschwendung. Schmeckt ganz lecker. Guten Appetit. Ich stopp das alles rein hier, ne? Bevor das im Müll geht. Schnucki. Ja. Wir machen das mal aus. Ich habe jetzt alles soweit aufgeräumt. Geschirrspüler ist mittlerweile durch. Ich habe zwischendurch meine Videonummer fertig gemacht. Mein Schnucki hat ja alles geschnitten, aber ich habe das also eingestellt. Also es lädt gerade zu YouTube hoch. Ich würde ganz gerne noch mal kurz mal rausgehen. Und zwar möchte ich gerne ein bisschen was einpflanzen. Und zwar die Blümchen, die ich gestern geholt habe. Und muss gucken, ich bräuchte irgendwie einen Topf. Hole ich wahrscheinlich hinten. Ich hoffe, ich habe noch was. Ich würde gerne diese Steckzwiebeln. Wie nennt man die? Sind das Steckzwiebeln? Die würde ich ganz gerne einpflanzen.
Die habe ich doch gestern geholt. Und vielleicht geht es sogar schon im Gewächshaus. Wisst ihr, wenn, wie heißen die denn Steckzwiebeln? Wenn schon mal ein, doch, Steckzwiebeln, genau, zum Pflanzen, diese hier. Wenn schon mal ein Schnittlauch da wächst und nicht einfriert, hole ich jetzt einfach mal einen Topf von hinten, befülle das mit Erde. Ich habe ja genug Erde bei uns im Gewächshaus. Und dann pflanzen wir mal die Frühlingszwiebeln ein. Und schon bin ich hier im Gewächshaus, habe schon mal ein bisschen Erde hier reingelegt, beziehungsweise jetzt verschmiere ich mich gerade hier, reingekippt. Und pflanze jetzt einmal diese Frühlingszwiebeln ein, diese Steckzwiebeln. Habe ich letztes Jahr schon mal gemacht und dann hatten wir richtig mega krasse Frühlingszwiebeln. Und zwar sehr, sehr, sehr lange. Und guck mal, hier ist mein Schnittlauch schon. Seht ihr das? Ich habe das im Winter überhaupt nicht gegossen, gar nichts. Das müsste ich jetzt mal machen vielleicht. Auf jeden Fall finde ich es richtig cool, dass das quasi jetzt über Winter hier gewachsen ist. Also kann ich theoretisch auch schon wieder dann meine anderen Kräuter damit reinsetzen. Ja, und hier ist Bananenpalme, der Rest. Ich denke, die kommt nicht wieder. Also, weil das hier komischerweise war nicht. Ich habe ja so abgeschnitten. Das war alles so tief gefroren. Oder kommt sie jetzt doch wieder? Muss ich die jetzt wieder irgendwo in den Topf pflanzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht versuche ich das. Ob die dann wiederkommt? Weil das wuchs noch nicht. Ich habe wirklich komplett so einen Schnitt gemacht. Kein Plan. Vielleicht überlebt sie das doch noch. Ich habe mir jetzt einen zweiten, da ist die Kamera. Ich habe mir jetzt einen zweiten Topf geholt und würde ganz gerne halt noch ein paar Zwiebeln damit reinsetzen, weil das einfach sonst, ja, ich weiß nicht, was ich denn machen soll sonst. Und wir essen gerne Frühlingszwiebeln, gerade so zum Beispiel beim Salat oder so. Man kann das ja im Grunde immer essen. Und die schmecken tatsächlich besser als die gekauften. Deswegen habe ich gedacht, so, dann mache ich jetzt mal nochmal so einen Topf fertig. Und dann haben wir genug Frühlingszwiebeln. Die wachsen ja auch immer nach nachher, ne? Das ist ja auch mal ganz cool. Nicht, ihr Lieben. Ich habe die Töpfe hier bepflanzt, diese beiden. Habt ihr gesehen, ne? Und dann habe ich nochmal die restlichen Steckzwiebeln einfach da reingesteckt. In diesen Topf, also in diesen Topf und auch hier, so ein bisschen drumherum. Erde aufgefüllt, gegossen und dann ist alles soweit fertig. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schweinkram hier gemacht. Habe allerdings aber auch schon Schildchen mitgenommen, damit wir wissen, wo was ist. Und da stecke ich einfach so rein, damit alle wissen, was da gepflanzt ist. Frühlingszwiebeln, Schnittlauch und halt Frühlingszwiebeln. So, genau, jetzt würde ich ganz gerne einfach mal dieses Hochbeet einmal da rausholen. Wir müssen mehr Erde irgendwie mal nachholen. Die Palme will ich einmal kurz raus haben. Ich weiß nicht, ob ich das in einen Topf hier reinbekomme oder nicht.
Ob die weiter wächst oder nicht, wird man ja dann sehen. Auf jeden Fall ist erstmal hier sauber machen angesagt. Hier habe ich ja noch mein Gras. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall ein Gras. Guck mal, das ist auch nicht mehr so geil hier, ne? Alles relativ vertrocknet. Oder ich gieße das und guck mal, ob das jetzt wiederkommt oder nicht. Ansonsten sieht das Ganze hier jetzt so aus. Ich bin immer noch am Wuseln. Das Gewächshaus ist soweit fertig. Ich habe da alles durchgewischt. Und mein Schnucki hatte gerade so eine brillante Idee. Er hat hinten das Holz, was so ganz klein war, noch mal kleiner gehakt und will das hier irgendwo in der Schubkarre hinstellen auf der Terrasse. Ich habe gesagt, ist nicht. Ist weg. Ich habe gesagt, ist nicht. Ich zeige gleich mal, was er meint, ey. Also, ich habe jetzt auch die Töpfe abgewischt. Boden gewischt. Alles ist mal für heute hier fertig. Ich freue mich schon richtig, wenn man dann nachher was einpflanzen kann. Ich brauche allerdings nochmal Erde, ne? Weil das ist hier gefühlt ein bisschen zu wenig. Das muss aufgefüllt werden. Und hier ist noch ein bisschen Chaos, ne? Will ich da mal kurz gucken, dass ich hier alles aufräume, weil ich mag das überhaupt nicht. Ich habe hier ein bisschen Platz geschaffen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier gemacht habe. Hier habe ich jetzt den Tisch weggenommen, weil wir nämlich auch mal ein paar Liegen hinstellen können. Ne? Das ist mehr Platz. Ich glaube, dieses Jahr kommt auch nicht diese Europalette drauf mit der Couch. Denke ich mir, weiß ich noch nicht genau. Weil da hat man mehr Platz für die Liegen. Und der Tisch ist jetzt drüben. Ich habe den jetzt geschrubbt, allerdings nicht mit diesem Froschreiniger, sondern einfach ganz normal mit Wasser und Schwamm. Auch ein bisschen halt sauber gemacht. Ich will die Schale bepflanzen und die hier draufstellen. Und mein Schnucki, ich zeige mal ganz kurz, was er gemacht hat. So, ich hatte vor ein paar Tagen hier alles ein bisschen gestrichen, ne? Die Tische aufgefrischt, das Fenster aufgefrischt und auch schon mal dahingestellt. Und Adam ist hier. Oh. Schnucki, hau dich gleich. Die Schubkarre kommt auf jeden Fall nicht auf die Terrasse. Nicht. Wir können gerne, was wir machen können, wir können diesen Feuerkorb nehmen und den voll machen und dann dahin stellen. Schnucki, vergiss es. Das Nein. Das passt da rein. Diese Dimension nicht so im Kopf, ne? Dimension hier, Holz ganz viel. Ja, aber auf keinen Fall eine Schubkarre auf die Terrasse, das geht nicht. Adrian? Bye bye. Bitte, das kommt nicht auf die Terrasse. Im Ernst jetzt? Nein, du hörst doch, was ich sage, oder? Er macht nämlich ja immer alles chaotisch und dann muss ich irgendwie aufräumen. Das ist alles noch gar nicht richtig trocken. Nee, du musst es trocknen erstmal. Lass es doch hier liegen. In der Sonne auf der Terrasse. Nee. Nein. Hier liegen lassen. So? Stapeln einfach, ordentlich stapeln. Okay. Diesen Stapel dann mal weg und das darauf. Ich mache einen Kompromiss mit dir ein. Ich mache es nicht in die Schubkarre, wenn du das hier aufstapelst. Ja, ich stapel, aber es nicht jetzt. Okay. Machen wir das gleich. Bist du Ehestreit? Nein. Mach das aus. Der macht hier, was er will. Der macht einfach, was er will. Ich habe schon gerade gesagt, man macht hier alles schön, versucht schön zu machen und die Männer kommen dahin und boom. Wir hatten heute das Thema auch mit diesem älteren Herrn, mit, sagen wir schnell, mit diesem kranken Hund. Er sagte auch, er hat zu Hause Holz liegen, was er eigentlich spalten muss, weil das nämlich gegen eine Rose irgendwie angelehnt ist und das muss weg, weil sonst geht die Rose ein und dann hat er Stress mit der Frau dann daher. Und dann sagt er, nee, das bei uns ist klar. Es ist ja so, man will es ein bisschen schöner haben und da ist es krass, ne? Also, ich habe auch schon gerade gesagt, das ist Scheidungsgrund jetzt. Ich hör auf. Weil das nervt dann auch. Na, man will es dann doch ein bisschen netter haben, oder? Und die juckt das nicht. Also, die wollen nicht schön. Die wollen wahrscheinlich praktisch eher, ne? Auf jeden Fall kommt hier die Schubkarre nicht auf der Terrasse, habe ich gesagt. Auf keinen Fall. Dann sagt er, der Maurerbüt. Ich habe gesagt, keine Maurerbüt, weil wie sieht denn das aus? Ich hatte vorgeschlagen, das hier leer zu machen, da die Polster rauszunehmen, was wir schon mal letztes Jahr hatten. Und da hatten wir diese Holzstückchen drin. Es würde sogar durchlüften da drin, ne? Weil überall alles offen ist sozusagen. Will er nicht. Ich habe mir jetzt meine Blümchen geholt, die ich ja gestern gekauft habe. Diese und diese. Und die würde ich ganz gerne einfach mal in diese Schale bepflanzen, die ich eigentlich ursprünglich umsprühen wollte. Weil ich dachte, die passt irgendwie farblich nicht so ganz. Aber die passt perfekt. Die ist ja in so einem Beige-Ton. Das passt einfach perfekt. Erde habe ich jetzt aufgefüllt. Ich würde sagen, ich pflanze mal die ganzen Blümchen mal ein. Waiting for it to hit you. Get dressed up, but it doesn't feel fun anymore. Everything's boring. Yeah, I know you miss the old days.
Es geht voran hier, Lieben. Es geht voran hier, ihr Lieben. Ich mache gerade einfach mal noch einen Kranz. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mir noch mal ein bisschen Reisig geholt. Zwei Kränze hatte ich ja schon fertig. Jetzt mache ich noch mal einen, weil ich bestimmt den irgendwo unterbringen kann. War ja sowieso kostenlos sozusagen. Und das habe ich schon mal gezeigt, das habe ich selber auch mal bei Insta gesehen. Das geht total einfach. Man nimmt einfach einen Behälter, legt die Zweige einfach so, wie man das haben möchte. Also natürlich optimal im Kreis als Kranz. Und dann macht man das Ganze einfach so an verschiedenen Stellen mit einem Draht zusammen und dann hast du einen fertigen Kranz. Rucki-zucki. Normalerweise hat man das natürlich genommen und so ein bisschen gewickelt und irgendwie gedreht und so. Aber so ist es natürlich viel einfacher. Na gut, ich mache den einmal kurz zu Ende. So, draußen ist endlich alles fertig. Die Wäsche ist drin, leider noch nicht so ganz trocken. Also eigentlich gar nicht trocken, ne? Vorgetrocknet, das ist schon mal ganz gut, genau. Guck mal, ich hatte bei Amazon was bestellt und das kam jetzt an. Das ist ein Shampoo. Ein Shampoo ohne Parabene, Parfüm, Sulfate, Silikone. Schnucki. Nein, ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch dieses, dieses Shampoo jetzt hier? Also ich kannte das nicht. Post kommt, okay. So, auf jeden Fall bin ich auf dieses Shampoo sehr, sehr gespannt. Ich werde es mal testen und gucken, wie das so ist. Wie gesagt, wie es für die Haare so ist, ne? Mal gucken. Also schreibt mal, wenn einer von euch das schon mal hatte und benutzt hatte. Ob ihr damit zurechtkommt oder nicht. Auf jeden Fall von der Firma jetzt hier. Bin sehr, sehr gespannt. Schaut mal, das sieht komisch aus hier auf der Kamera jetzt. Ich sitze gerade und bastel das hier alles mal zusammen für die hintere Terrasse, für die kleine. Wisst ihr, weil es da stockdunkel ist. Ich habe mir gedacht, man kann so ein paar Lichter irgendwo da reinstecken und reinlegen. Diese Bodenlämpchen, oh Mann, das sieht so komisch auf der Kamera aus. Die sind richtig mega, waren jetzt die ganze Zeit bei uns draußen, auch jetzt im Herbst, Winter und gehen immer noch. Die sind mit Solar, sehen so aus, man steckt die einfach so in die Erde rein und ist richtig cool. Die baue ich gerade zusammen und genau, diese Lampionkette, die kommt nochmal an diesen Bogen bei uns, an diese Bank. Wisst ihr, die zwischen den Hecken steht. Sieht auch nochmal ganz nett aus und ja, jetzt bin ich dabei, das ein bisschen hier alles zu machen. Und ja, gleich gibt's Abendbrot. Mein Schick ja schon alles aufgehängt. Die Wäsche ist fertig. Hier ist jetzt im Haltungsraum. Irgendwie. So, kann man das besser sehen? Ja, draußen bin ich auch heute fertig. Ich habe den Tisch umgestellt, die Terrasse hier auf der rechten Seite so ein bisschen leer gemacht, damit da nicht alles so voll steht. Und der Rest. Den Rest habt ihr gesehen, ne? Habe ich auch ein bisschen ausgedünnt alles. Die Schale ist übrigens da auf dem Tisch. Ich finde, die sieht voll hübsch aus, sagt ihr. Die ist noch nass, weil ich gegossen habe, aber wenn die nicht trocken ist, sieht es hübsch aus. Ist cool. Und schon ist die Feierabend, ihr Lieben. Ich habe überall so ein bisschen Licht angemacht, ein paar Lämpchen. Und ich finde, das sieht so schön aus, wenn man halt so ein bisschen Licht irgendwie auf der Terrasse hat, gerade wenn man so rausguckt. Die großen Lampions habe ich jetzt auch angemacht. Ich habe gedacht, ich mache die jetzt ran. Ich denke mal, früher oder später kommt sowieso der Frühling jetzt und hier sind die eher überdacht, deswegen ist es alles gar nicht so dramatisch. Hier sieht es auch alles so aus. Die Polster muss ich nur noch mal abnehmen. Ansonsten ist es sehr, sehr kalt draußen bei uns, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt frisch. Nicht, dass es heute Nacht noch irgendwie mal friert oder so. Könnte ich mir auch noch vorstellen. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again if you needed me too. Unser Abendbrot ist soweit fertig. Ich habe jetzt für meinen Schuki einen Salat gemacht. Also eigentlich fast wie jeden Abend, wenn er halt Abendbrot bekommt mit diesem leckeren Brot. Habe ich schon mal probiert, schmeckt super lecker, was wir jetzt heute online bekommen haben. Ich habe hier einmal Eisbergsalat, Gurke, Tomaten, Dill mit Schmand, etwas Kräuter, mein Gouda-Käse mit Karotte und einfach Brot auch wieder mit Frischkäse, Lachs und Avocado. Und einmal diesen Aufstrich jetzt hier habe ich mitgenommen, das ist drauf gemacht, ist super lecker.
jeden Fall wollen wir gleich essen. Ash hat noch gerade Besuch. Er hat den ganzen Nachmittag mit seinem Kumpel für diesen Vortrag für morgen gelernt. Beziehungsweise die haben alles einstudiert, geübt und so weiter. Geschrieben haben die es ja vorher schon. Die müssen morgen so eine Rede halten. Und ich bin gespannt, wie das Ganze so wird. Auf jeden Fall sind die ganze Zeit immer noch am Rumtüdeln. Ich will mal gleich fragen, ob sie Abendbrot essen möchten. Und ja, meine Lieben, also ansonsten habe ich heute hier wieder viel geschafft irgendwie. Die Gartensaison kommt jetzt her. Es ist, weiß nicht, ich bin total gerne im Garten. Ne? Das entspannt irgendwie. Und heute war das sogar wirklich sehr, sehr schön in der Sonne geschützt. War echt, recht warm. Ich hatte mich nachher noch da gesetzt, also auf die zweite, auf diese Terrasse beim Gewächshaus. Und das war da so schön warm. Da habe ich gedacht, Mensch, hier kann man ja echt gut aushalten. Einige von euch haben schon geschrieben, ihr habt 16 Grad gehabt oder so, ne? Also wir nicht. Zumindest noch nicht. Nur gute Hübschen. Also, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe übrigens die Osterdeko runtergeholt. Die werde ich dann morgen verteilen. Ist eine Kiste. Und wird aber nicht viel werden. Also ich gucke einfach mal. Das wird sowieso nicht so auffallen, weil es halt eben keine kräftigen Farben sind. Na gut, ihr Hübschen, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.